Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2, Part 16? 16. Part 16 von mir auf 94. Wir sind gerade dabei, ich bin gerade dabei und ihr guckt mir damit zu, dabei zu, ja, ich bin gerade dabei und ihr guckt mir dabei zu. Haha, genug gesagt. Nein. Ich bin gerade dabei, die Federn und die Glyphen einzusammeln und, ja. Das erste Gebiet haben wir schon hier vollendet in Firenze. Und beim zweiten sind wir gerade bei. Ich wette, das ist irgendwo hier oben. Ja, ich höre sie doch schon funkeln. Oh shit, shit, shit. Ja, ich gehe ja schon. Ah. Leck mich. Oh, da sind Wachen. Was bewachten ihr? Okay. Jetzt bewachen sie zumindest nichts mehr. Nichts mehr von Wert, weil der Wert gestohlen wurde. Und hier ist wohl nochmal so ein Viereck, was bewacht wird. Deswegen nehmen wir einfach mal wieder den Weg hier nach oben. Hoffen, dass uns der nette Bogenschützenmann... Ja, 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 ich bin ja dabei. Huch, hier geht's gar nicht lang. Pöbel, ich geb dir gleich Pöbel. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Gibt es kein Gesetz, das Dummheit verbietet? Nein, leider nicht. Und sonst wäre die Welt auch viel zu leer. Springen. So. Wieder schön ein bisschen stehlen. Und dieses leichte Glitzer, was weiß ich. Ja, okay, Glitzern hat kein... Geräusch, dieses Klimpern, was, keine Ahnung, wie nennt man das? Das habe ich damals nie gehört. Und jetzt habe ich halt ein Headset auf, um das ganze Zeug zu hören. Und ja, es ist einfach viel besser. Außerdem sehe ich jetzt mal endlich die Wachen. Damals der Fernseher, der war ja richtig scheiße. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Na, komm auf, wie viel Medizin habe ich noch? Zwei sollte reichen. Und hoch. Hoch, hoch, hoch. Immer weiter. Und da ist jemand. Da ist er. Nicht in meiner Schicht. Was willst du denn? Soll ich dich mit meiner versteckten Klinge kontern? Bam! Ich höre es schon wieder. Okay, was war das? Ja. Ich... ja. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nur hier hinwerfen, damit ich den looten kann. Aber der wollte nicht gelootet werden, wie es aussah. Scheinbar. Ich weiß ja nicht, vielleicht wollte er ja doch gelootet werden und war nur schüchtern. Weiß ich nicht. Ich war damals auch extrem schüchtern, aber durch das Let's Playen nicht mehr so. So, wir ein bisschen riechen. Ah, ne, dich packe ich mir. Alle aus dem Weg. Wo ist er hin? Huch, ich hab den anderen Pilz. Nein, habt ihr nicht. Oh, Mist. Jetzt bin ich zwar ein bisschen bekannt, aber egal. Ah, das ist das Bordell. Und hier ist ein Glyph, was ein bisschen durch die Sonne verdeckt ist. Die Macht nicht. Sie wird vererbt. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, die Macht schläft nicht, aber halt, weil das ein bisschen war. Er trug ihn bei sich. Finden Sie sein Erbe. Da ist der Apfel. Ja, hier Apfel. Ah, das meint ihr. Nein, doch das. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes.
Houdini beginnt die Flucht aus der chinesischen Wasserfolterzelle. Ja. Aber kommt nicht drauf klar, ne? Ah, hier ist er. Gandhi beim Salzmarsch. Hier. Warte mal. Ja, okay. Naja. Wäre jetzt nicht so gut versteckt, ne? Passcode eingeben. Also, das Monster meinte ich schon, ich soll... Also, ich krieg das schon ohne... Nein, ich soll die Lösung, diese Glyphenlösung ohne Guide rausfinden. Und ja, manche gehen auch ohne, aber manche sind echt so tough später. Kurz mal Adlauge weg. Zack. Wie ist das eigentlich? Dabei kann man rennen, dabei kann man sprinten, dabei kann man eigentlich alles machen. Ist halt nur ein bisschen nervig. Mit CH nervig. Genau wie knackig. Habe ich euch ja schon gesagt, geht mal knackig ein. Wie ist das Kackding? Nerv nicht. Ja, ich sehe einen Taschendieb. Und ich möchte wissen, wo jetzt das Teil ist. Ist das hier überhaupt richtig? Nee. Hier ist er. Ist er so einen halben Zentimeter vertan und dann schon komplett falsch. So, weil Federn eigentlich nie unten sind, sondern irgendwo oben. Total kacke. Und ich höre sie schon. Oh, klar. Ja, ja, ich bin ja schon weg. So. Dann die vorletzte Feder. Und dann mache ich... Soll ich denn echt schon Pause für heute machen? Also, ich wollte gerne... aufnehmen. Aber irgendwie... Ah! Kacke, schon wieder die Hälfte verloren. Sieht eher riskant aus. Komm, heilen wir uns kurz. Ah, schon wieder. Heilen wir uns halt doch nicht. Hier soll eine Feder sein? Seid ihr euch da sicher? Nee, schon wieder um einen halben Zentimeter vertan. Hier ist nämlich die Feder. Siehste? Da ist sie schon. Total. Oh. Kurz heilen, so. Was macht der denn da? Ich kletter. Siehst du das nicht, oder was? So, und jetzt... Da haben wir schon die Feder. Jetzt hier hin. Da. Ich kletter. Gott, wie doof die Leute sind. Ne? Wissen nicht, was Klettern ist oder was. Gehst du da hoch? Hör mal. Wird man nicht zickig hier. Zickig mit CH. Ah, der muss viel zu viel springen. Angewohnheit, ne? Komm, ein bisschen schneller. Und es wird die ganze Zeit schon diese scheiß blinkende Dinge unten angezeigt. Das wird dann endlich mal... Und da sehen wir schon... Weil dieser... Was weiß ich... Innocenti ist eine Glyph... Ein Glyphus... Fötus. Das weiß ich. Okay, da kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir auch nicht hoch. Das heißt, wir müssen uns hier festhalten. Da war schon wieder einer, ne? Wo ist er? Hm. So, wie komme ich denn da hin?
Ah, hier. Na. Nein. Nein. Ja. So, jetzt muss ich gucken. Springen? Nein. Das war irgendwas ganz Leichtes, soweit ich weiß. Also, das sah ja noch gar nicht so schlecht aus. Ja, sag ich ja. Irgendwas ganz Einfaches. Jetzt wollen wir uns die Glyphe holen. Und dann so langsam mal wieder anonym werden und dann aufhören. Denke ich mal. Und hoch. Ah, sehr schön. Krass, mir würden so die Hände wehtun danach. Und da ist sie schon. Das war auch... Es wird immer leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Okay. Die Erinnerung von Subjekt 15 in seinem Fall. Das, was ich sagen wollte, ist... dann höre ich mal auf... Ja, und dann anonym werden. Ihre offene... Mündung verteilt den Kuss des Todes. Warte, wo? Da. Mündung. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Irgendein Toter? Ich weiß nicht. Weiß nicht, irgendwas hier? Nee. Für die Jugend zu ihrem Ende. Hä, was war denn das? In Flammen aus seinem Schlund stechen ihre Augen aus. Ach man, ich bin das immer so gewöhnt hier. Gott, das ist irgendeins von diesen Kackdingern. Und ich kapiere nicht wie, wo. Hier ist das eine Waage, ne? Nee, auch nicht. Ich kapiere es nicht. Na, ich komme echt nicht dahinter. Da ist irgendwas, oder? Ah, da war irgend so ein kleines Zeichen. Keine Ahnung, was das war. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Ja, das hier, oder? Das hat irgendwas... Ah. So eine komische Kugel, die es in der Hand hatte. Passcode eingeben. Mach schnell. Ich muss Cut machen. Ja. Sagt auch nicht viel mehr, ne? Jetzt wollen wir uns noch kurz die letzten Einträge angucken. Diebe, nein. Okay, dann gab's nichts. Naja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.